Und da sind wir wieder mit einer weiteren Folge My Test. Wird mir viel hochgebeamt? Ja. Dachte so ein Alien-UFO oder sowas, wo es ja aus Alienstein gemacht ist. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch so ein komisches Ding. Wow. Starthilfe, erster Stock. Wow. What the fuck, dude? Was ist denn da los? Was ist das hier bitte? Starthilfe, erster Stock. Einzelteile da lang. Was ist das hier für ein Raum? Was soll das hier für ein Raum darstellen? Ich irgendwas verpasst? Ne, steht nichts dran. Gut, gehen wir mal in den ersten Stock. Terror. Ich habe leider keine Ahnung, was Terror bedeutet. Terruzin, Terrorgold, Terrorkalzium. Keine Ahnung, was Kalkum bedeutet. Starthilfe hinter dir. Hinter mir. Was? Erste Maschine. Ist das hier eine Hilfe, wie man Sachen hier baut auf dem Server oder was? Interessant. Gut, wir gehen mal weiter. Ich will mal. Ah, okay, hier ist das Bombenreich zu Ende. Gut. Hatte mich schon irgendwie gerade die Vermutung, dass hier alles Spawn ist. Aber nee, hier gibt es tatsächlich auch bebaubares Land. Ah, guck mal, hier ist sogar markiert, bis wohin der Spawn geht. Ah, nee, doch nicht. Doch. Aber hier ist ja auch noch Spawn. Spawn Extension. Sehr interessant. Also siehst du jetzt natürlich zwar hier die ganze Zeit das heißt fast, aber aufgrund von fast brauche ich ja noch schneller Nahrung. Das heißt, wir sollten zuallererst mal gucken, wo wir Nahrung rankriegen. Beziehungsweise ist es auch am Anfang gar nicht so schlimm, weil dadurch, dass wir uns ja eh nur umgucken. Ich meine, wenn wir sterben, landen wir wieder am Spawn. So, wir schauen uns hier eher am Spawn um, von daher auch nicht so schlimm. Das heißt, wir gehen erstmal wieder zum Spawn. Aber der Map-Chain sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ist schon, hat zwar ein bisschen was, es sieht nicht unbedingt realistisch aus, sondern es sieht eher so Fantasy-mäßig aus. Es sind gerade hier so die Bäume und so mit den hellen Farben. Sieht eher wie eine Fantasy-Welt aus, als wie eine reale Welt, würde ich jetzt sagen. Vielleicht gibt es solche Strukturen und solche Farbgebungen auch im echten, keine Ahnung, weil die erkenne ich nicht. Ich mache schon wieder den Server kaputt. Der Server. Ich habe Macht über diesen Server. Oh, was ist das denn für Zeug? Rohes Erz? Ah, nee. Theomet. Ach, das ist dieses Terror. Das ist ein Erz. Ah. Ich verstehe gar nichts, aber gut. Ich tue einfach mal so, ne? Fällt bestimmt keinem auf. Also, was ist das hier eigentlich für ein Zeug? Beauty Flower Pasto. Okay. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich kein Wort verstehe, ja? Also ich schätze mal, als Grundlage dient der Isabel Map Gen. Mir kommen mir sehr viele Sachen von dem Isabel Map Gen bekannt vor. Also. Aus dem Isabel Map Gen kommen wir, wie finde ich hier, sehe ich hier wieder. So, ne, gerade hier so diese Blöcke ist ja alles typisch Isabel. Und auch hier diese Blumen, Kirschbäume oder und vor allen Dingen da oben das Zeug. Also, das ist definitiv basierend auf dem Isabel Map Gen. Oh, da oben ist Dungeon. Ich habe einen Dungeon gefunden. Können wir darauf zugreifen? Oh, Digga. Unser Essensproblem ist gelöst. Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn du Texturen hast, wie hier, die hochauflösend sind,
während die gesamten normalen Texturen nicht hochauflösend sind. Weiß ich nicht, passt irgendwie nicht. Meines. Ne? Weil da hast du genau solche Sachen wie hier, wo du dann so Low-Textur direkt neben so einer HD-Textur hast. Weiß nicht. Also entweder komplett einfach low lassen, finde ich persönlich authentischer, vermittelt mir dieses Minecraft-Feeling. Also dieses typische Block-Feeling so. Oder man macht alles mit HD-Texturen. Wobei ich finde, HD-Texturen, also mein Bruder zum Beispiel spielt auch gerne mit HD-Texturen. Ich kann mich aber irgendwie mit HD-Texturen nicht anfreunden, ne? Wenn man hier so reinguckt. Komm ich da hoch? Nein. Das Problem ist, die Welt ist ja relativ blockbasiert. So. Das heißt, zu diesem blockbasierten, was ja der einfache Grafikstil ist, sag ich jetzt mal, passt halt auch das mit dieser Low-Bob-Grafik. Ne, mit dieser niedrig auflösenden Texturen. Wenn du dann aber so eine HD-Textur hast wie dort, hast du auf einmal sehr hoch aufgelöste Texturen, während die Geometrie. Ich hab's gleich. Während die Geometrie super schwach ist. Und das beißt sich denn. Also entweder du hast schwache Texturen und eine schwache Geometrie, dann hast du so dieses klassische Spielfeeling, so das 90er Jahre, 2000er Jahre, halt so einfach. Oder du sagst, okay, ich habe ein AAA-Titelspiel, so 2023, hier, let's go. Ja, und dann hast du alles so wie Doom Eternal. Dann hast du gute Texturen, hast aber auch eine gute Geometriestruktur. Aber das eine mit dem anderen verbinden, kommt bei mir irgendwie nicht an. Ist aber definitiv Geschmackssache, weil, wie gesagt, mein Bruder zum Beispiel, der mag auch mit HD-Texturen. Und ich meine, es gibt viele Leute, die HD-Texturen mögen. Sonst würde es die nicht geben. So, ne? Die Sonne geht jetzt schon wieder unter. Aber, ja. Wie gesagt, wenn HD-Texturen, dann aber bitte wenigstens komplett durchgehend. Und nicht hier, alle Texturen sind normal und manche Texturen sind dann HD. Weiß nicht, ob das denn noch brauchbar ist. Oh, ein NPC. Nicht gezähmt. Man kann Menschen zähmen. Hello, my dear. Magst du Sand? Was ist das denn für ein Mond? Holy shit, boy. Aber guck mal jetzt, da sehe ich gerade oben. Erstens, der Server weiß, dass wir aus Deutschland stammen. Wahrscheinlich Geo-IP. Und wenn es stimmt, dass er weiß, dass ich aus Deutschland komme und er es nicht nur vermutet, dann heißt es, dass die anderen Spieler tatsächlich auch aus Deutschland kommen. Sehr interessant. Wo ist es? Ach, da ist der Dude. Hey Dude, gibt's hier eigentlich Monster? Hey Dude, hallo Dude. Hey Dude, tut ihr mich mal? Der hat schon Schaden bekommen. Er hatte noch 21 HP. Von 27. Ey, guck mich nicht so an. Ich verkaufe dir kein Deutschland-Ticket. Dinge sind zu teuer. Für dich. Kannst du eh nicht leisten, Bitch. So, kriegen wir ungefähr einfach Essen her. Wir brauchen Mampfi. Hier ist wieder Spawn-Bereich. Ne, ist nur Spawn-Extension. Ich meine, wir leben hier auf dem Isabel-Server. Hier gibt es ja bestimmt genug Aua. Oh, roter Rand. Lol. Das will ich jetzt mehr sehen. Wird der rote Rand immer stärker? Oh. Ich habe Tunnelblick. Gut, das hat ja genau hingehauen. Wir haben das Minimale, was man an Leben haben kann. Das Problem ist, jetzt dürfen wir nicht so mehr anecken. Denn das heißt auch, jeder kleinste Schaden ist direkt unser Tod. Gibt es denn hier kein
Kein Essen in der Nähe vom Spawn? Ach, leg mich am Arsch. Tada! Oh ne, man verliert seine Items. Nein! Die Äpfel kann man garantiert nicht nehmen, sag ich doch. Schutzverstoß, wow! Du hast mit einem geschützten Block Mob-Gegenstand interagiert. Über dieses politisch korrekte Deutsch hier. Wenn du zu oft gegen den Schutz verstößt, steht übrigens auch für oft und für oft man verstößt, wirst du sterben. Achso. In der linken unteren Ecke kannst du sehen, ob du dich in einem geschützten Gebiet befindest. Achso. Man kriegt jetzt mal so eine Meldung. Aber ich sterbe gar nicht. Ach, man muss hier jetzt mal okay klicken. Es ist nervig. Da, verdammt. Ich dachte, was gibt es da so Mods, ne? So eine Protection Mods. Die fügen dir dann immer pro Hieb auf geschützten Block oder sowas. Das weiß nicht, 4 Punkte Schaden zu. Also hier in dem Fall 2 Herzen kriegst du dann abgezogen. Aber hier scheint, also entweder bekomme ich einfach nur keinen Schaden, weil ich King bin. Oder der zählt einfach intern eine Variable hoch und wenn du da überziehst, dann schubst du mit einmal. Aber dann könnte man wenigstens oben bei den Meldungen hier hinschreiben, wie viel man noch zuschlagen darf. Ich meine, das ist natürlich auch eine Taktik, den bösen Buben einfach im Ungewissen zu lassen. Aber interessant wäre es schon. Tja, also hier sind zwar viele schöne Sachen in Feld und Ferne. Wow! Digga, was war das gerade? Was ein Blitz? Das ist zum Beispiel da oben, aber ich habe keine Ahnung, wie man da hochkommt. Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwo am Spawn so eine Art Travelnet oder sowas finden. You died here. Wow! Guck mal, sogar ein Marker. Lol. Na gut, ist bloß ein Schwert. Und ein bisschen Sand. Guck mal, da ist zum Beispiel Wasser. Da können wir doch locker hoch. Ich mit meinem Aua. Smite Skills, wollte ich gerade sagen. Guck mal, hier fließt Wasser lang. Das geht. Aha, siehst du? Es geht perfekt nach oben. Yeah. Meine Mighty Skills habe ich gemeintestet. Ah. Ist hier irgendwie was mit. Ne. Hatte gehofft, wir kommen zum Travel Net Center. Oh, hier sind Seilbahnen. Oh, das ist eine Seilbahn. Kann man die tatsächlich auch rufen, oder? Ah, nein. Oh. Boah, gerade so geschafft, Alter. Hier ist aber auch keine Seilbahn, oder? Ach doch, hier ist eine. Ah, oh. Ich glaube, die fährt nicht. Und ich glaube, ich komme nicht mehr raus. Hallo, hallo. Oh, habe ich das abgebaut? Ich habe da. Ich stelle einfach mal hier hin. Ich stelle einfach mal hier hin. Kann ich sie wieder anhängen? Ah, halt, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Warum bin ich über der Gondel? Oh. Ja. Kann ich hier meine Sicht? Ich habe sogar einen Lebensbalken. Das Ding eilt aber ja schon vor sich hin. Cool, dass man hier einfach die Gondel abbauen kann. Wie kann man. Ah, okay, also einfach. Ah, okay, ja. Also mit Schleichen und dann Gegenhauen baut man sie ab. Nee, oder doch nicht. Oder muss man erst aus. Jetzt fahre ich wieder runter, ist doch Kacke. Die nachfolgende Sendung verzögert sich um einige Stunden. Oh, das war das. Da sind wir gerade hochgekommen, ne? Und da muss ich rein, auf jeden Fall. Ich dachte gerade, das hier ist eine Wolke. Ich wollte gerade sagen, was hier gerade wie eine Wolkenfehler. Aber nee, das sind diese Wolke. Das hier ist unser komisches Teil von der Gondel, I guess. I don't know. So komisch aus ist das. Und wieder hoch. Yay.
Ja, also hier, Chinatown müssen wir auf jeden Fall uns angucken. Das gefreut mir. Auch wenn die Gondel mich nicht sehr gefreut. Die ist eher abstrakt. Keine Angst, wir sind gleich da. Problem ist halt, ich hatte gehofft, wir können die Gondel irgendwie anhalten oder sowas, ne? Halt, bleiben wir hier. Leider kann man sich scheinbar nicht anhalten. Weil, ne, sonst müssen wir dann nachher wieder, wenn wir runterfahren wollen, wieder ewig auf sie warten. Von daher nehme ich die Gondel einfach mal mit. So, hier ist der Eingang, I guess. Aha. Aha. Kann man eigentlich dieses Judite hier irgendwie aktivieren? Er ist inaktiv. Koordinaten. Ne, ist immer noch da. Schade, ist also nicht hier rüber. Dann scheint das also echt eine eigene Mod zu sein. Hier ist die Eingang. Wow, diese Stufen. Wo ist denn der Kaiser? Gut, kein Kaiser da, dann bin ich jetzt der Kaiser. Oh, ihr kaiserlichen Diener. Erhört meine Befehle. Was ist das hier, London? Sieht beides nicht nach China aus. Überhaupt, in welchen Tempeln gibt es bitte schon solche Bilder? Please. Stop it. Oh, ich bin in den kaiserlichen Gemächen. Da sind die ganzen Prostituierten. Ich will auch welche haben. Und wo geht's hier eigentlich hoch? Ah, hier ist. Oh, mach halt durch. Hätte jetzt. Voll der Keller. Hier geht's also nicht hoch, sondern nur runter. Okay. Oh, ist doch kein Folterkeller, sieht doch cool aus. Also hier würde ich gerne gefoltert werden. Das sieht so schön entspannt aus. Basalt. Was ist das hier? Das Ding balanciert hier auf dieser kleinen Kante. Sehr interessant. Das ist doch kein Folterkeller, das ist ein Gefängnis. Hier ist nicht mal eine Streckbank. Was ein Folterkeller, Alter. Ihr wisst doch gar nicht, was Folter ist. Ha! Ihr Bitches! Ah ja. Gut, aber wo geht. Also, wir wissen zumindest schon mal, wo es nach unten geht. Ich wüsste aber gerne, wo es nach oben geht. Aha. Aha. Das ist ja doch schon eher wie. Alter. Wie tritt man nach oben aus? Sehr schön. Sehr, sehr geil. Gehst du noch weiter nach oben? Sind das hier Türen? Ne, sind keine Türen. Digga, ist ja richtig das Labyrinth hier. Holy Smoky. Gut, Labyrinth jetzt nicht wirklich. Nur so ein bisschen hin und her gewinkle. Aha. Ist das jetzt ein geheimer Geheimgang? Und wir haben jetzt das Rätsel gelöst, oder was? Digga, wer baut denn sowas? Was war das gerade? Oh. Oh, wir sind wieder draußen. Gib mal her. Gib das her. Du Arsch. Da. Gibt's hinten was? Nö. Super. Wegen diesem Secret-Gang bin ich das voll im Doom-Feeling und denke die ganze Zeit hier so irgendwelche Secrets. Schönen Dank auch. Jetzt will ich wieder Doom spielen. Leck mich doch am Arsch. Ich muss sowieso mal wieder Doom Let's Plays machen. Ich hab schon ewig kein Doom Let's Play mehr gemacht. Naja. Spätestens wenn Sigil 2 rauskommt, mache ich wieder Doom Let's Plays. Vor allem jetzt hier durch habe ich richtig Bock drauf. Gut, hier geht es nicht weiter. Also hier zurück. Genau, hier waren wir vorhin. Gucken wir mal hier lang. Ah ne, hier haben wir vorhin lang geguckt. Gucken wir mal hier lang. Okay, geht's nicht weiter.
Ne. Nö, nö. Geht's also bloß den einen Weg. Der war hier. Jetzt wünsche ich mir wirklich eine Automap. Oh, wir sind zurückgelaufen. Na, herzlichen Glühstrumpf. Das war der Weg, den wir vorhin lang gelaufen sind. Hier, genau, da ging es zur Treppe. Wo geht's denn hier lang? Ah ne, jetzt sind wir wieder am Anfang, ne? Hier ist Dead End. Okay. Gefällt mir. Und eine Automap ein bisschen verwirrend, aber das soll es ja sein. Ich gehe nochmal nach oben. Guck mal, ob hier oben. Ne, wir wollen ja oben auf die Spitze. Ne? Wir wollen es auf die Spitze treiben. Es kann natürlich sein, dass es mehrere Leiter nach oben gibt und das nicht nur die eine Leiter ist und wir gerade die falsche Leiter genommen haben. Hier ist wieder so ein komisches Ding. Teleporter-Pad. Aha, da ist auch ein Teleporter-Pad. Oh, okay. Also hier gibt es nur Teleporter-Pads. Wir müssen also den richtigen Teleporter-Pad finden. Ja, super. Na gut, hier gibt es nur noch einen Weg. Und hier gibt es auch wieder zwei Wege. Och, leck mich doch am Arsch. Aber gut, es gibt ja sowas wie Home und Z-Home, ne? Oh, ich habe das Spiel ausgetrickst. Oh, können wir jetzt wieder anfangen? Bäh. Oh mein Gott, Alter. Welchen haben wir jetzt benutzt? Den oder den? Ich habe keine Ahnung. Das Problem ist natürlich, durchs Teleportieren verlierst du sehr schnell den Überblick. Aber solange wie du einfach nur läufst, kannst du dir im Kopf räumlich behalten, wo du genau im Haus bist. Weil der weiß, wenn hinter mir der Eingang ist und ich laufe nach links, dann ist also links der Eingang. Du kannst dich also so räumlich ein bisschen orientieren. Wenn du aber rumteleportiert wirst, dann ist alles vorbei. Weil er weiß ja gar nicht, wohin teleportiert wirst. Oh, ich bin wieder bei der Treppe. Mhm. Gut, müssen wir uns mal hier überlegen. Genau, das ist der einzelne Teleporterpunkt. Wir gucken mal hier, was hier abgeht. Ah, genau, das ist wieder der, wo wir die zwei haben. Probieren wir erstmal die linken und landen wieder hier. Hier waren wir ja bereits. Das hat uns ja nicht wirklich weitergebracht. Ah, wir sind so wie auch wieder draußen. Dann probieren wir mal. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche ich probiert habe. Oh, das ist alles so verwirrend. Es gibt einfach zu viele Teleporter. Oh, es geht weiter nach oben. I guess. Ich glaube, das war's. Ha! Ich glaube, das war's. Es lag definitiv nicht am Können, sondern eher am Glück, weil, ja. Wie gesagt, bei Teleportern bin ich raus. So, da funktioniert mein Gedächtnis nicht. Was ist das hier? Congratulations, you get get your reward. Also, nimm dein Ziel. Man kann sich unendlich viele Pokale geben lassen. Are you sure about that? Gut, da muss ich erstmal. Warte kurz, ich hatte mal wieder auf mein Fenstermodus rum. So. Ich meine das. Aha, das war's.
So. Haben wir ein paar Pokale bekommen. Kann ich jetzt ganz neu auf eBay verkaufen? Oh Mann, ey. Gut. Ja, das zu der Folge. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder.